Wir haben eine interessante Runde, bieten eine Plattform für ca. 20 Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister aus Deutschland. Stichwort nachhaltige Kommunalpolitik. Was muss ich ganz konkret vor Ort in der Kommunalpolitik machen, um nachhaltig zu wirken? Eine ganz tolle Geschichte, von der wir jetzt einen Schneeballeffekt uns erhoffen. Wir haben viele Anfragen bekommen von anderen Städten, Gemeinden, Oberbürgermeistern, die sagen, da wollen wir mitmachen, das will dabei sein. Ein Dialog zwischen der kommunalen Ebene und dem Bund zum Beispiel in dem Zusammenhang. Wir haben eine Werkstatt N ins Leben gerufen, wo wir jährlich auszeichnen und ganz herausragende nachhaltige Ideen im Bereich von Unternehmen, gerade auch kleinen und mittleren Unternehmen. Auch hier, glaube ich, sind wir auf einer ganz guten Spur. Wir beziehen ja allenthalben viel Rat aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, dort, wo wir glauben, dass wir Rat anzapfen müssen über unsere Ratsmitglieder hinaus, suchen wir diesen Rat. Und wir haben dann aber entdeckt, dass wir im Grunde genommen in eine Diskussion, in einen Dialog eintreten müssen, um langfristig zu denken mit der Generation, die heute sich in der Ausbildung befindet und die im Jahr 2050 so ihr Lebens- oder Berufszeit beendet haben wird. Also die Generation, die jetzt das berufliche, das familiäre Leben, das gesellschaftliche Leben vor sich hat, das sind die unter 27 und haben deswegen unter dem Stichwort Vision 2050 mal 80 jungen Menschen den Auftrag gegeben, denkt mal an, wie stellt ihr eigentlich euch die Vision 2050, das Leben der nächsten 40 Jahre vor? Was muss sich ändern? Was müssen wir machen, dass ihr eben in 40 Jahren dann 2050 eben eine nach wie vor lebenswerte Umwelt und Gesellschaft, eben nicht nur Umwelt, vorfindet? Die sind alle aufgerufen worden. Die haben wir dann anschließend, nachdem sie ihre Arbeiten präsentiert haben, nochmal zusammengespannt für ein paar Tage in einen ganz interessanten Dialog. Wir sind dabei, das jetzt auszuwerten. Also ganz bewusst jetzt die Generation unter 27 herausfordernd. Was, wie stellt ihr euch die Gesellschaft in 40 Jahren vor? Also auch das zum Beispiel ein Thema, an dem wir ganz aktuell arbeiten. Bio 20 plus, weil wir sagen, das kann kein Datum sein im nächsten Jahr, wo wir nur zurückblicken, Geburtstag feiern und uns vielleicht auch loben, sondern wir müssen nach vorne gucken. Also 20 plus, was kommt eigentlich, was ist gefordert? Wir sind dabei, mit der Bundesregierung dies vorzubereiten. Ein ganz wichtiges Thema in Rio wird sein, das Stichwort, viele von Ihnen wissen das, Green Economy. Und wir achten darauf und arbeiten daran, dass eben unter Green Economy dann nicht nur sogenannte grüne Technologien verstanden werden, sondern dass es gelingt, in Rio im nächsten Jahr dann eben nachhaltiges Wirtschaften unter Green Economy zu verstehen. Und dies auch eine, glaube ich, der großen Herausforderungen. Wir haben, und die, die dabei waren letzte Woche bei unserer Jahrestagung, den 4. Juni 2012 im nächsten Jahr, also der 4. Juni, das ist der Beginn der Rio-Konferenz, dann der Eröffnungstag, zu einem nationalen Nachhaltigkeitsaktionstag in Deutschland ausgerufen. Wir sind dabei, das jetzt entsprechend vorzubereiten. Ich darf auch Sie alle dort, wo Sie die Möglichkeit haben, schon einladen, mitzumachen. Wir wollen, dass Einzelpersönlichkeiten, das Unternehmen, das Verbände, das Umweltschützer, wer auch immer, dass der Bund, dass Kommunen, dass die Länder mitmachen. Wir wollen dezentral eine Vielzahl von Einzelaktionen haben, um das Stichwort Nachhaltigkeit und was versteht man unter Nachhaltigkeit eben entsprechend dann in der Gesellschaft zu platzieren. Verantwortung des Wachstums. Nachhaltig handeln. Das Thema wurde mir so vorgegeben und ich beziehe mich hier in erster Linie auch auf Handeln im eigentlichen Sinne, also beim Handel. Wir sind ja heute bei einer Handelsveranstaltung. In Deutschland, so habe ich es zumindest mal gelernt, lernt man zuerst einmal zu erklären, was man unter großen Begriffen versteht. Und das sind eigentlich vier große Worte, die Sie mir da zum Erklären mitgegeben haben. Verantwortung, Wachstum, nachhaltig und Handeln. Und ich möchte gerne versuchen, Ihnen darzulegen, wie ich diese Worte verstehe und wie ich sie im Licht auch meines Engagements als Vorsitzender eben dieses Rates hier deute.
Herr Gent, zum Thema, was versteht man unter Nachhaltigkeit? Ich bediene mich da gern einer Formulierung, die ich Ihnen vortragen möchte. Nachhaltige Entwicklung, das Zitat. Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeit künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Das ist ein Zitat aus der Brundtland-Kommission. Sie erinnern sich vielleicht, 1987 hat unter der Leitung der ehemaligen norwegischen Ministerpräsidenten Brundtland diese Kommission getagt mit dem Titel Unsere gemeinsame Zukunft. Und die Kommission setzte mit den Grenzen des Wachstums auf der einen Seite sich und mit einem linearen Forschungsbegriff auf der anderen Seite auseinander. Diese Definition gibt den Auftrag für einen fundamentalen Wandlungsprozess, in dem die Nutzung von Ressourcen, das Ziel von Investitionen, die Richtung technologischer Entwicklung und institutioneller Wandel miteinander harmonieren. Eine relativ schwierige Aufgabenstellung. Einiges ist seither passiert. Ich habe auf die Rio-Konferenz hingewiesen, 1992, die erste weltweite Konferenz. In dieser Konferenz wurden die beiden Begriffe Umwelt und Entwicklung zum ersten Mal gesamtheitlich zusammengebracht und diskutiert und daraus politische Konsequenzen abgeleitet. Was wir jetzt wollen, Rio 20 plus im nächsten Jahr, ist, dem Begriffspaar Umwelt und Entwicklung den Begriff der Wirtschaft hinzuzufügen, dass wir diesen Dreiklang hinbekommen. Eigentlich eine logische Konsequenz, die sich auch, wenn ich das recht sehe, international zwischenzeitlich durchgesetzt hat. Zweitens, die Regierungschefs haben in Johannesburg 2002 ihre nationalen Nachhaltigkeitsstrategien präsentiert. All die Länder, die sich verpflichtet haben, haben nationale Nachhaltigkeitsstrategien geschaffen und es wurden Strukturen entwickelt, die ein Management der Nachhaltigkeit über die Legislaturperiode hinaus gewährleistet. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schritt, weil man früher eben auch in diesen Fragen immer nur so in Legislaturperioden gedacht hat. Heute weiß man, man muss weit vorausdenken. Unser Anspruch ist, wenn ich unser sage, dann gucke ich hier rüber. Dr. Bachmann sitzt hier, ist Generalsekretär des Rats für nachhaltige Entwicklung. Unser Anspruch ist eben nicht nur ein oder zwei Legislaturperioden vorauszublicken, sondern nach Möglichkeit eine Vision für 2050 zu entwickeln.